Hey, wieso das Ding mal eben ganz kurz? Das ist ja kein. Mai, eine. Ja, die neue Maschine ist einfach von Aero und Metallic Blau. '67 gehört Pierre und die. Philipp J. hier im Ausbildungsprozess. Smoke ist im Ohren. Wunderschön farblich abgestimmter Smoke zu den Lackierungen der Flieger. Also Fleischkäse, Brötchen lohnt sich nicht nur wegen des Geschmacks, wegen der Optik. Wir sind hier vor, wie toll der Fleischkäse ist. Er meint, der Fleischkäse wäre aber nur sekundär wichtig. Vielmehr der Kauf des Fleischkäses wäre wichtig. So, also, ihr Groß und Philipp J. in der Luft, beide aus Frankreich. Fliegen beide natürlich die Multiplex-Anlagen und die Hightech-Servos komplett ausgestattet durch den IBM-Flieger mit einem wunderschönen Display. Also mal schauen, dass das hintere Modell mit Winglets dran, das vordere Modell hat Wingtips drin. Das sind verschiedene Flächenendformen, die Sie an den Viperjet dazu bestellen können, die ich etwas schöner finde. Und hier waren wir nicht. Bei dieser super, super Vorführung der Palitech Tomahawk Viperjets. So, ihr beiden Lieben, seid so nett, fahrt das Fahrwerk wieder aus. Der nächste Show-Act steht schon parat. Martin Brandmüller ist der Nächste. Wir sind sehr stolz, dass wir ihn im Team haben. Aus Österreich ist er 10 Stunden mit seinem Fahrwerk. Er wird nochmal gewunken, wir zeigen ihn auch in unserem Team-Ausflug. Eine Wahnsinns-Show hier. Es sind Verwirbelungen von den Bäumen, die da hier rüberkommen. Und trotzdem fliegen die hier einfach nur klasse. So, die erste Viperjet im Landeanflug. Und er setzt auf. Der zweite Butterweich. Super. Riesenapplaus für so eine Landung! Philipp J. und Pierre Gross aus Frankreich. So, jetzt macht er sich bereit. Martin Brandmüller aus Österreich. Dann hat er durch den Motor seiner Zukunft.